Ich bin doch kein Tier. Ihr sprecht fließend Sarkasmus. Das gefällt mir. Und dann wäre die Sache ja quasi geritzt. Dies ist Teil 4 unseres Splittermond-Let's Plays und wir stehen vor der schweren Aufgabe, diese sonderbare Eigenheit, dass Boden die Form von Füßen annimmt, zu untersuchen. Ich finde es vollkommen unnatürlich. Das ist mysteriös vor allen Dingen. Also ihr habt eigentlich alle keine Ahnung von Spurensuche, aber da es seit 2 Wochen durchgehend regnet, habt ihr den großen Vorteil, dass Fußspuren extrem gut sichtbar sind in dem Boden. Das heißt, ihr dürft mal auf Wahrnehmung gegen 25 werfen und euch gegenseitig unterstützen. Wer macht die Hauptprobe? Ich nicht. Ich habe Wahrnehmung 10. Ich hätte bei sich 13. Also würde ich sagen, mache ich die Hauptprobe. Ja. Yeah. Dann unterstützt ihr Nicole, werft ihr zuerst. Mach du dann. Beide, könnt beide unterstützen. 17, 27. Dann hilfst du, dann kriegst du 2 Punkte Bonus. Ist flat, ne, bei Unterstützung. Guck mal da. Ja. Ja, 2 Punkte. Oh, das sieht gut aus. 18 plus 22 sind 33. Okay, du bist zwar in der Außen, in so einer Natur, das kennst du dich nicht aus, aber wenn du das so siehst, es ist auch nicht so viel anders, als in der Stadt jemanden zu verfolgen. Also du kommst, kannst dem gut folgen, die Spur führt in den Wald hinein und ihr dürft nur bei der Karte ausklappen, den Teil an dem Wald, wo die Köhlerhütte ist. Oh, diese riesige Schneise haben wir ja vollkommen übersehen. Die habt ihr bislang übersehen, denn der Eingang dazu war irgendwie versteckt. Ich bin mir inzwischen auch wirklich sehr sicher, dass der Graf sehr, sehr bewusst die Räuber ignoriert. Die sich ja näher an seiner Burg als sein Dorf fasst. Ich bin so ein paar Pappschilder vor diesem Hecke. Ich hab das so ein Tarnnetz. Nein, da ist tatsächlich so ein relativ dichtes Unterholz. Es ist jetzt natürlich nicht Gebüsch und Unterholz eingezeichnet, aber diese Schneise, die wird von Unterholz und Gebüsch verdeckt. Aber wir sind ja da. Aber ihr seid ja jetzt da. Also ihr geht jetzt pirscht euch in diesen Wald hinein. Wollt ihr was Spezielles dabei machen? Wir wollen uns ja nicht unordentlich verstecken. Wir wollen ja nicht aussehen wie Leute, die sie überfallen wollen, oder? Ja, stimmt tatsächlich. Also wir können ja offen hingehen und du schleichst dich an. Gute Idee, als Backup. Ja. Wir das so. Ich nehme aber mal meinen Zweiner so über die Schulter, dass ich zumindest nicht so aussehe, als wenn man mir einfach mal mich einfach so angreifen sollte. Ich setze mich ein bisschen ab und versuche mich anzuschleichen, damit sie mich nicht so dann mach doch mal eine Heimlichkeitsprobe. Das tue ich dann wohl. Und ihr macht mir bitte mal beide eine Wahrnehmungsprobe. Nochmal. Jeder einzeln. 19. Wir haben es ja nicht mit Wahrnehmungsproben. Ist das schon... Was hast du so gepasst? Ja. Du bist dir sicher, dass es droht, aus dem Gebüsch ein Wildschwein zu brechen. Du hast sowas schon mal gehört, dass es in Wäldern Wildschweine gibt und du hast was gehört, was nach einem so halb links hinter dir. Ich ziehe meine Kettensichel. Sie bleibt stecken. Sie hängt fest. Ich ziehe dran. Wie gesagt, also... Ich gehe dann langsam die Kette entlang. Dann mach mal eine Athletikprobe. Irilani, ist alles in Ordnung mit dir? Sch, Wildschweine! Gegen 20. Ich guck mal, sehe ich Wildschweine? Ich habe 21. Ja, okay, du ziehst ganz fest und dann stemmst dich dagegen und... Du hast tatsächlich mit der Kettensichel ein Stück, so ein Holzklotz aus dem Wald gerissen. So von Wildschwein? Ein morsches Stück Holz, das vom Baum abgefallen ist. Ich weiß, du lebst eigentlich auf dem Meer, aber das ist kein Wildschwein. Danke. Bitte. Können wir dann weiter? Ich hoffe, die Räuber haben es noch nicht gesehen, das wäre ziemlich peinlich. Es war nicht ganz leise, als dieses Blockstück aus dem Unterholz brach. Ja? Wie ein Keiler, aber halt kleiner. Knister. Dich möchte ich sehen, wie du auf einem Schiff stehst. Ich werde dich sowas von verarschen und dir alles Mögliche erzählen, was da Wasser ist. Kurz zu Nico. Ja, Svenja pirscht sich ja ins Unterholz rein.
Ist zwar wieder ungewohnt, weil es in der freien Natur ist, aber dann ist es doch wieder ganz ähnlich, als ob man sich auf einem Markt an jemand anschleicht. Das ist fast dasselbe. Irgendwie, du merkst, läuft eigentlich ganz gut. Stadt, Wald, irgendwie gibt sich das nicht viel. Ja? Zwischendurch zischt so eine Sichel an der Kette an dir rum. Ja, das hat zum Glück an der anderen Seite. Das ist in Dagatzmür auch immer so. Und während du pisst dich an und du merkst, da vorne sind Leute im Unterholz mit Kurzbögen. Das siehst du, weil du dich ja von hinten anpisst. Ja. Die sind mir mit dem Rücken zugewandt? Naja, du versuchst die ja so zu umgehen. Genau, ne? Du hast ja gesagt, du gehst ins Unterholz. Und die sind quasi in einem Weg nah am Gebüsch und du kommst so von hinten. Ja. Okay. Ich würde gerne einen Zauber wirken, vorsorglich. Und zwar Zunge des Diplomaten. Mach das. Hab schon gewürfelt. Hast schon geklappt? Ja. Ist dir Fokus abgestrichen? Ja. Denkst du bis jetzt? Ab jetzt bitte selbst an den Bonus. Danke. Gut. Also, ihr geht ein paar Schritte weiter. Mhm. Und ein Pfeil steckt für euch im Boden. Stopp! Ich bleibe stehen. Dito. Ihr könnt noch nicht genau sortieren, woher das kommt. Du hast recht, du denkst immer noch an Wildschweine. Fragst dich in dem Moment. Ich könnte aber eigentlich nicht mit Fall und Bogen. Vielleicht gibt es Wildschweinmenschen. Ja. Aber ja, du siehst natürlich, wer den abgeschossen hat, der einen im Gebüsch, der legt den nächsten Pfeil aus. Wie viele sind das? Drei Leute sehe ich. Ja, ich bleib ganz gelassen stehen. Wie weit sind die von mir weg? Wie lange möchtest du versuchen, dich ranzuschleichen, bis du irgendwas tust? Es ist sehr dichtes Gebüsch, also auch hinter denen könnte ich mal so, mal Unterholz, dann mal wieder zwischen ein paar Bäumen ein bisschen frei. Naja, hat ein natürlicher Wald. Ne? Dann würde ich mich mal so auf 10 Meter heranschleichen und sie dann im Blickfeld und möglicherweise auch im Bogen. Okay, also wenn du auf 10 Meter bleibst, das kannst du jetzt erstmal bleiben. Dann bleib ich erstmal, okay. Möchtest du den Bogen bereit machen? Ja. Also falls wir jetzt in Initiative gehen würden, hättest du den bereit. Sehr gut. Gut. Ja, macht ihr irgend noch was? Ja. Wir haben auf euch gewartet. Schöne. Wir wollen zu Bär. Wer seid ihr? Ich schaue mir noch den Pfeil an. Da oben, der. Norre Runfelsen, das ist mein Gefährten Irilani Gichtläufer. Du, was von was möchtest du sie, also du möchtest überzeugen, dass ihr sie nicht zu Wurf fürchten habt, ja? Ich möchte einfach ganz durch. Ja. Ich will mit ihr reden. Woher wisst ihr, dass wir hier sind? Es ist nicht so sehr geheim, wenn man in so einer riesigen Schneise mit Fußspuren und sowas ist. Ihr seid wirklich sehr gut versteckt, aber wir haben eure Spuren verfolgt. Wir wollen nicht mit euch reden. Geht wieder. Wir wollen auch nicht mit euch reden, wir wollen mit Bea reden. Du bist nicht Bea. Vermute ich. Das war's ja nicht. Dauert einen Moment. Du siehst, dass dich die beiden im Busch besprechen. Mhm. Okay, solange sie sich noch nur besprechen, haben sie den Pfeil aus dem Spaß. Wir sind noch im Anschlag. Okay. Ne? Hör mal, das soll ja auch wirklich nicht zu deinem Schaden sein. Wenn du uns zu Bea bringst, ich verspreche ich dir, wir werden ihr nichts tun, wir haben keinen Ärger mit euch und 50 Talare für dich sind auch noch mit. Legt eure Waffen auf den Boden. Ich bin Feuersoldat aus Südfang, ich lege meine Waffen nicht ab. Aber ich verspreche dir, dass ich, wenn ich es mache, ich stecke sie in meinen Rückenscheide. Und jetzt legst du die Rückenscheide ab. Und du, deine Kettensichel, meinetwegen kannst du sie auch wieder in einen Baum werfen. Ich kenne mich mit Bäumen nicht so aus, die können sicherlich auch gefährlich sein. Kann ich versuchen, ihn zu überzeugen, dass das wirklich nicht nötig ist? Du darfst das mal machen. Ich mache einen Risikowurf. Alles klar, ich mag Risikowurf. Erklär den Risikowurf. Achso, beim Risikowurf würfel ich 4W10 statt 2W10 und nehme die beiden höchsten. Negative Fall dabei ist, wenn irgendeine Kombi dieser vier Würfel 1-1 oder 1-2 zeigt, habe ich einen Patzer. Das heißt, die Patzerchance steigt von 3% auf ca. 16%. Also hohes Ergebnis, hohe Gefahr. Kein Patzer. 10, 26, 27. Das ist eine vergleichende Probe, oder? Ja. 20. Hilft mir mein Ruf als Feuersöldner hier? Haben die sind schon als Schade. Dann 29 nur. 29? Ja, okay. ja, dann lass es meinetwegen auf dem drücken. Aber die Waffe bleibt in der Scheide. Versprochen. Sie treten mit gezogenem Bogen aus dem Gebüsch. Ich gehe auf den einen von den beiden zu von hinten aus dem Gebüsch und halte ihm den Pfeil hin.
Das ist deiner. Ja, heben wir später auf. Er würde den Bogen ja sinken lassen müssen, wenn du es nimmst. Das ist eh nicht gut für den Bogen, den die ganze Zeit gespannt zu halten. Hat sie recht. Der eine hat ihn noch gespannt, er nimmt den. Aus der anderen Seite treten auch noch zwei. Das überrascht mich jetzt. Dann nutze ich die Gunst der Stunde, ja, jetzt wo sie ihre Karten auf den Tisch legt, ja, komm von hinten mit gespannten Bogen und sage, Waffen fallen lassen. Was? Aber wir vertragen der eine uns. Der fährt da rum, Mac gibt's dann noch. Dann lasse ich mal einen Pfeil so an seinem Ohr vorbeizischen, um mir an den nächsten Baum. Das machen, ob du ihn triffst. Sie hat auch auf die Bäume abgesehen. Gefährlich, diese Bäume. Wenn du patzt, triffst du ihn. Nein, ich habe sehr gut gewürfelt. Ich bin bei 30. Ja, okay. Er saust dann eben vorbei in einen Baum. Und Sventja, wir haben uns nun verständigt. Gehört die zu euch? Ja. Dann soll sie auch ihre Waffe ablegen. Oder wir legen alle unsere Waffen nicht. Ja. Sventja, es ist alles in Ordnung. Ich lege trotzdem auf. Jetzt hören die Räuber schon besser auf mich als meine eigenen Team. Es kommen vom Weg drei weitere Räuber. Ihr habt gehört, das sind 30. Ich bin der Meinung, wir sollten uns alle mal entspannen. Und jeder von uns senkt seine Waffen, nimmt die Pfeile vom Bogen. Rechts und links ein Mensch und ein Zwerg. Und in der Mitte geht eine Menschenfrau, diese da. Sie hat ein Bild, also ist sie wichtig. Bär nehme ich an. Ja, zu dir wollen wir das wissen. Noro Runfels, Irilani Gichtläufer und Sventja Graudunst. Und warum bedrohen sich jetzt hier alle gegenseitig? Ja, das ist ein großes Missverständnis. Wir bedrohen hier niemanden, außer vielleicht. Das ist richtig, da habt ihr recht. Aber. Das ist Sventja, das ist bei ihr Gewohnheit. Ah, okay. Dann können wir vielleicht reden wie vernünftige Menschen. Und Wagen. Und Wagen. Und Alben. Und Gnome. Und Gnome. Und überhaupt, kommt. Es ist immer einfacher, Vernunftbegabte zu sein. Ja. Gut. Aber es sind nicht alle vernunftbegabt, wisst ihr? Ja, aber den Schrein haben wir draufgelassen. Ja. Ach, Luwin. Den kennt sie. Gut. Also ihr geht in... Sie kennt ihn. Nur um das Thema fortzusetzen. Ihr geht, fühlt euch eskortiert. Die haben durchaus ihre Hände, zwar ihre Bögen gesenkt, aber ihre Hände an ihren Messern, Kurzschwerten, was sie so am Gürtel haben. Der eine hat so eine typische Keule mit so Spitzen dran. Naja, sie eskortieren euch so in ihr Lager. Das ist so, naja, man scheint, dass sie schon länger hier lagern. Es ist so, ja, man kann sich vorstellen, so ein bisschen wie man sich die Robin Hood-Idylle so vorstellt. Ne? So im Wald, Hütten gebaut mittlerweile. Jemand wächt gerade in so einem Bach. Es sind Kinder dabei und ja, Bea und Herr Merryman. So. Also eher Kinofilm Robin Hood und nicht die 80er-Jahre-Serie, wo sie einfach im Wald auf dem Boden sitzen. Ja, Kinofilm Robin Hood, ja. Kevin Costner Robin Hood. Okay. Der sieht besser aus. Ja. Okay, was wollt ihr? Reden. Ihr habt euch jetzt ein Anliegen, kommt zum Punkt oder geht wieder? Ihr seht, wir sind in der Überzahl. Unser Anliegen. Wir haben euch bis jetzt noch nicht rausgeraubt. Wir wollen das Blutvergießen vermeiden und wir wollen, dass ihr mich schnellstmöglich wieder geht. Dann kommen wir doch schnell zum Punkt. Nach dir. Wir haben vor, die Burg wieder in die Hände ihres bisherigen Besitzers zu übergeben, der, soweit ich gehört habe, euch auch keinen großen Ärger macht. Der Krieg ist mir egal. Ja, aber möglicherweise ist es euch nicht egal, wenn jemand, der ein sadistisches Arschloch ist, hier über die Region herrscht und möglicherweise beschließt, dass er die Leute, die hier im Wald leben, aufräumen möchte. Die sollen nur kommen. Ja, das werden sie mit 250 Leuten, die allein schon jetzt in der Burg sitzen und mit Verstärkung, die auf dem Weg ist. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Überzahl uns gegenüber. Richtig, die haben die Überzahl euch gegenüber. Alles, was du mit uns machen könntest, könnt ihr dreimal mit dir machen. Einfache Mathematik. Ne? Habt ihr schon gehört, was sie mit den Leuten gemacht haben, die in der Burg verblieben sind? Ja, wir haben es gesehen. Tja. Das wird uns nicht passieren. Weißt du, das ist immer so diese kurzsichtige Sache. Immer wieder in jedem Krieg, wo man das macht, das ist nicht mein Problem, das sind gerade die Nachbarn. Und dann kommen sie zu dir und dann ist es plötzlich dein Problem. Du musst mal ein paar Schritte im Voraus denken. Wenn du eine richtig gute Räuberbaronin sein willst, musst du vorausplanen. Ich möchte keine Baronin sein. Räuberanführerin, was auch immer. Ach Leute, ich bin lange genug in diesem Krieg gewesen. Ich weiß, die interessieren sich nicht. Die interessieren sich für ihren Krieg und dass sie hier die eine Burg übernehmen. Und wir haben Leute von Berengar und wir haben Leute von Mathilda in unserer Bande. Die lassen uns in Ruhe. Die haben doch auch was von uns. Was haben sie denn von euch?
Ja, manchmal brauchen die was, das besorgen wir denen. Besorgt ihr auch was für die Leute, die in der Burg sitzen? Mal so, mal den, wir kommen durch. Wir haben kein Interesse, uns da einzumischen. Ja, aber ihr habt doch Interesse, an uns, dass das Dorf erhalten bleibt. Was ist denn, wenn Balan weg ist? Wer besorgt euch dann euer Zeug, das ihr braucht? Niemand anderes. Ja, wie denn jemand anders, wenn sie alle massakriert werden? Wir werden dann andere, die in deinem Dorf haben. Dann überzeugen wir wieder jemanden, uns zu helfen. Ja, Balan ist ein alter Freund, aber jeder muss in der Zeit auf sich achten. Das stimmt doch gar nicht. Man kann auch mal auf andere mitachten. Gerade wenn es einem nicht selbst wehtut und einem selbst was bringt. Seid ihr ein Wortkünstler oder ein Schwertkünstler? Beides. Beides. Oh, sind mir die Liebsten. Also, ihr habt mir noch nicht deutlich machen können, dass wir ein Interesse haben, euch irgendwie zu helfen. Aber was wollt ihr denn überhaupt? Zum Beispiel wissen, wie ihr mit den Leuten in der Burg handelt, wie ihr Kontakt aufnehmt, wie ihr die Sachen in die Burg bekommt. Ja, das können wir nicht sagen, das macht unser Geschäft kaputt. Wir wollen nicht in Konkurrenz zu euch treten, da müsst ihr mal gar keine Angst haben. Das hatte ich auch nicht vermutet, aber man handelt mit uns, weil man weiß, dass wir diskret sind. Wenn ich euch das verrate, sind wir nicht mehr diskret, dass ich das auch noch erklären muss. Wir wissen schon, was diskret heißt. Wir sind keine Schreiner. Ja. Ist das Geschäft mit den Leuten der Burg jetzt immer noch so gut wie vorher? Boah, kann ich klagen. Eigentlich sogar. Nee, doch, ist gut. Alles gut. Wir haben kein Interesse, uns da einzumischen. Ja, können wir uns vielleicht mal kurz unter sechs Augen beraten, ob wir dir was Sinnvolles anbieten können? Wir können auch einfach wieder gehen. Ja, wir wollen dann nachher noch mit dir vielleicht weiterreden, deswegen frage ich. Ihr wollt mir was anbieten? Vielleicht. Ja, dann besprecht euch. Da hinten, das ist unser Abort. Da dürft ihr euch drin zurückziehen. Danke. Danke, wollte ich eh nachfragen. Wir haben tatsächlich einen uneinsehbaren Unterstand mit einem Donnerbalken über einer Grube. Wunderschön. Ja. Tja, die Frau scheint ja wirklich ein bisschen kalt zu sein, ne? Als wenn die Dörfler völlig wurscht sind. Ja, nicht nur kalt, kurzsichtig. Ich glaube nicht, dass die noch lange mit ihr Geschäfte machen, wenn sie hier den Landstrich wirklich unter Kontrolle haben. Dann kommen sie nämlich anders an die Sachen, die sie brauchen und müssen ihr keine überteuerten Preise bezahlen. Ja. Ich glaube, dass sie weder kalt noch kurzsichtig ist. Sie hat ihre eigenen Verantwortung. Ich meine, im Endeffekt hat sie ihr eigenes kleines Dorf aufgebaut mit Kindern und allem, die sie beschützen möchte. Sich einzumischen wäre extrem gefährlich für alle. Sich nicht einzumischen kann aber noch viel gefährlicher sein. Aber dafür müssen wir sie überzeugen. Ja, wie? Was haben wir für Argumente auf der unserer Seite? Ich habe meine Argumente schon gebracht. Ich kann sie nochmal wiederholen mit dem, dass sie auf Dauer keinen Gewinn hier machen wird und dass sie wirklich dumm schauen wird, wenn derjenige in der Burg, wenn ihm langweilig ist, auf einmal die Leute, die hier wohnen, massakriert und mit einem Katapult über die Mauer schießt. Vielleicht können wir den Grafen davon überzeugen, dass wenn Bea uns hilft, sie und ihre Leute offiziell in das Dorf aufgenommen werden und dass sie dort Anstellungen halten. Oder vielleicht besser, dass dieses hier als eigene Siedlung von ihnen offizialisiert wird und sie müssen keinen Kriegsdienst oder ähnliches leisten. Weil das ist doch, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht in den Krieg ziehen. Und sie können offiziell handeln und müssen nicht mehr schmuggeln. Wenn sie das wollen. Das gilt es herauszufinden. Die Spinner hier scheinen mir diese ganze Räuberromantik sehr ernst zu nehmen. Ja, aber es ist immer schöner, wenn du nicht davon ausgehen musst, dass der Nächstbeste hier versucht, dich auszuräuchern, denke ich. Wir müssen es versuchen, denke ich. Das Na dann? Also ich glaube, es ist der einzige Punkt, an dem wir sie kriegen können. Lass mich das reden. Geh voran. Ja, ausgeschissen! Okay. Schau mich mal an. So. Wir haben jetzt ja eben schon lange geredet. Kann ich eine Empathieprobe machen, um sie einzuschätzen? Kannst du machen. Um meine Meisterschaft zu nutzen? Oh ja. Oh. Müsstest du besser würfeln. 17. Was hat sie für einen geistigen Widerstand? 21. Schade, dann hilft das nicht. Hätte ja schön klappen können. Gut, dann nochmal raus. Ja, und? Schöner Abort. Danke. Ich krieg fast Lust, mich selbst hier zu bewerben. Aber leider habe ich noch andere Sachen zu erledigen. Bea. Ja. Machen wir es kurz. Ein Grund, warum du das helfen solltest, ist einfach Weitsichtigkeit. Wir haben es dir eben schon gesagt. Dieser Dasmona Parmesis, du wirst seinen Ruf kennen. Der macht im Zweifel kurzen Prozess mit euch, wenn sie willst. Nein, der macht keinen kurzen Prozess. Habt ihr mit ihm eine Abmachung? Könnte sein. Okay. Gut, aber offensichtlich scheint es ja egal zu sein, was mit den Dörfern passiert und ähnliches. Vielleicht kriegen wir etwas hin, was dir selbst nützt. Wir haben das Ohr des Grafen. Des Noch-Grafen. Vielleicht bald wieder Grafen. Nur so?
Und ich denke, es könnte dir durchaus helfen, wenn wir bei ihm erwirken, dass du, was auch immer du an Privilegien möchtest, hier kriegst. Dann musst du nicht mehr versteckt im Wald leben, sondern kannst ganz normal im Wald leben. Kein Kriegsdienst. Wir haben kein besonderes Interesse daran, im Wald zu leben. Ah, ihr wollt vielleicht lieber wieder ins Dorf? Wir sind ja nicht aus dem Dorf. Wir würden aber gerne... Ja, wir müssen uns nicht hier verstecken. Das wäre schon besser. Aber, ja, wie wollt ihr, zu was wollt ihr den Grafen überzeugen? Was heißt überzeugen? Der Graf hat auch nicht viel Wahl, nicht wahr? Wir werden ihm aufzeigen, dass wenn er seine schöne Burg und seinen schönen Golem zurückhaben will, das nur geht. Wo hast du den Golem an? Den kennt doch jeder, der ist 5 Meter groß. Der ragt bestimmt über die Mauer raus. Könnte sein. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Vielleicht ist das ein Standbild. Wenn er die zurückhaben will, braucht er eure Hilfe. Das heißt, er gibt euch den Flecken Land in seinen Ländern, die ihr haben wollt. Gibt euch da weitgehende Privilegien, zumindest für die nächsten Jahre, bis der Krieg vorbei ist. Den Wald und 200 Lunare, damit wir uns das hier aufbauen können. Wir können zumindest mit ihm drüber reden. Ich brauche etwas Schriftliches. Ja, bin ich naiv. Du kannst ja lesen? Oh. Natürlich kann ich, was wisst ihr von mir? Warum glaubt ihr, dass ich nicht lesen kann? Ich kann nicht lesen, das ist doch nichts Schlimmes. Viele Leute können nicht lesen. Kannst du lesen? Ist das wichtig? Ich bin eine ehemalige Offizierin, natürlich kann ich lesen. Und ich brauche was mir garantiert, dass wir den Wald kriegen, dass der uns überschrieben wird und dass wir zu dem Start unserer Siedlung hier 200 Lunare kriegen. Und natürlich Straffreiheit, selbstverständlich. Das ist immer das Erste, was man haben will. Und wenn wir das hinkriegen, ihr dieses Schriftstück kriegt, dann helfen wir euch. Wir könnten euch helfen. Aber wenn ihr das schafft, dann haben wir mehr zu gewinnen als zu verlieren. Klingt nach einem fairen Angebot. Wir reden mit dem Grafen und kommen nochmal wieder. Gut. Aber beim nächsten Mal bitte nicht diese albernen Hinterhalte mit euren mittelmäßigen Bogenschützen. Sie ruft mal einen ran von denen, die da im Gebüsch haben, wo du die rangeschlossen hast. Patz! Und kriegt er einen von hinten. Lässt sie von... Es ist gar nicht so peinlich, sie ist wirklich gut in dem, was sie tut. Sieht nicht aus, schlecht, als ob sie sich häufiger im Wald rumtreiben. Oh, aber trotzdem, ich bin manchmal überrascht und ich weiß, dass sie mit uns rumzieht. Na gut. Ja, und passt auf wegen der Wildschweine hier. Pfeift das nächste Mal folgende Melodie. Dann schon mal einen Wagen pfeifen sehen? Das kann ja jemand eure Gefährtin machen. Gut. Wir werden unser Bestes tun. Zurück zum Dorf. Kann ich da auf irgendwas würfeln? Ich kann nicht pfeifen. Darbietung. Ich kann pfeifen, aber eigentlich wollte ich mich ja anschleichen. Du kannst dich ja ins Lager pfeifen. Ins Lager pfeifen und dann schleichen. Ins Lager schleichen und dann pfeifen. Mitten aus dem Zentrum. Ja. Also ihr geht? Ja. Richtung Dorf nehme ich an? Ja, richtig. Und eigentlich auch wieder zurück zum Gasthaus, weil jetzt noch den Grafen, dann wissen wir, ob wir bei den Räubern weiterkommen. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Alles klar. Also ich würde jetzt sagen, ich habe ja noch nicht viel gemacht, das ist gegen Mittag. Mhm. So, ja. Wir springen jetzt kurz, also ihr kommt ohne Probleme, der Soldat am Tor guckt dich erwartungsvoll an, als du kommst. Ihr könnt gerne wiederkommen. Und ihr kommt ins Gasthaus und sitzt der Graf da. Er sieht gar nicht mal ganz so niedergeschlagen aus, als er euch sieht, wie gestern. Habt ihr schon etwas erreicht? Möglicherweise hochwohlgeboren. Und wir brauchen dafür nur Straffreiheit für 30 Leute, einen Wald und 200 Lunare. Was? Habt ihr das? Das sind keine Dinge, die man einfach so hat. Einen beliebigen Wald? Nein, ganz bestimmten. Den, in dem sie jetzt schon hausen. Es geht um die Räuber. Ja. Es geht um die Deserteure. Feiges Pack, der sich um den Krieg drückt. Jeder muss einen Mann stehen in diesen Zeiten. Und die haben die Fahnenflüchtige. Was? Euer Hochwohlgeboren, das hilft uns gerade überhaupt nicht weiter. Mich nicht. Es tut mir auch leid, es war... Wisst ihr, wem ihr redet? Ich bin ein Hochadeliger. Ja, das hat Herr Graf, und wir wollen dabei helfen, dass ihr das bleibt. Das stimmt. Aber nicht in diesem Ton. Da habt ihr völlig recht. Euer Hochwohlgeboren, die niederträchtigen Gestalten, die in eurem Wald hausen, sind in der Lage, uns zu helfen, euren Titel wiederzubekommen und eure Burg. Und dafür wünschen sie sich Straffreiheit. Sie bereuen ihre Sünden zutiefst und sie hoffen, bei euch Gnade zu finden.
Und wollen wieder treue Untertanen sein. Die genauen Abmachungen müsste man dann mit der ehemaligen Offizierin genau ausmachen. Erstmal wollen sie Straffreiheit, Siedelrecht in diesem Wald und 200 Lunare, um sich dort was aufzubauen. Das ist eine dreiste Forderung. 200 Lunare dafür, dass sie den Fahnen geflohen sind und unbescholtene Bürger überfallen haben? Nein, 200 Lunare dafür, dass sie jetzt euch helfen, eure Burg zurückzuerlangen, die, ich möchte euch daran erinnern, gerade nicht in eurem Besitz ist. Ja, da braucht ihr mich nicht erinnern. Hochwohlgeboren, wir können es versuchen, ohne auf dieses Angebot der Räuber einzugehen. Aber ich sage euch ganz klar, dass die Chancen, dass wir eure Burg zurückerlangen, deutlich sinken, wenn wir es nicht tun. Vielleicht können wir sie runterhandeln. Aber das ist nicht recht. Schmeißt mal alles, was ihr diplomatisch habt, so in den Pott. Ich mach mal auf ihn Empathie hier mit Rede mit mir. Ja. Ich lasse es mal lieber. Was hat der für einen geistigen 22. Widerstand? Ja, dann gebe ich einen Splitterpunkt aus, hat geklappt. Okay, gut. Zählt da mein soziales Gespür? Das wäre für vergleichende Diplomatie. Ja, das kommt jetzt mit vergleichenden Diplomatie. Hilf mir, ich mache die Hauptprobe. Wieso, was hast du in Diplomatie? Ich glaube nicht, dass du aktuell 13? Wie ist besser? 14? Oh, du bist besser, dann helfe ich dir. Effektiv gerade 16. Und das brauche ich auch, denn ich habe echt beschissen gewürfelt. Kriegst plus 2 von mir. 21, 23. Was hast du? 23. Gib einen Splitterpunkt aus, dann hast du 26. Ich gebe einen Splitterpunkt aus. 26. Wie viel davon habe ich? 4, ne? Mhm. Ja. Nein, so kann ich das nicht zusichern. Wie denn sonst? 100 Lunare maximal, das ist schon Unrecht, das dreht mir die Fußnägel um und die Hörner verdrehen sich auf meinem Kopf, wenn ich jemandem noch Geld gebe dafür, dass er das Gesetz bricht. Nein, ihr gebt den Leuten nicht Geld dafür, dass sie das Gesetz brechen. Ihr gebt Leuten Geld dafür, dass sie euch jetzt helfen. Aber sie haben das Gesetz gebrochen, da hilft auch keine Wortverdreherei etwas. Das ist keine Wortverdreherei, ich sage nur, wie die Fakten sind. Und außerdem hoch für geboren, das Gesetz in die Landseite holt ihr. Siedelrecht in dem Wald, wenn sie sich wieder als treue Untertanen gebärden. Sie kriegen 100 Lunare und dem Herrn sei es geklagt, sie sehen straffrei aus. Euer Hochwohlgeboren, wollt ihr, dass wir die nächsten Tage zwischen euch und dem Räuberlager hin und her laufen und nichts weiter tun, als unterschiedliche Angebote auszuhandeln? Wollt ihr selber hingehen und mit Bea und ihren Leuten Nein. reden oder wollt ihr vielleicht einfach zustimmen? In Anbetracht der Zeit... Ihr könnt das... 150 Lunare. Ich glaube, das kriegen wir hin.